Schaulustige an. Rotz hier nicht rum. Rotz hier nicht rum, hab ich gesagt. Mal dich an, sag ich. Ich will nicht mehr, hast du kapiert? Halt die Fresse, mal dich an. Oder willst du noch einen Nachschlag? Den kriege ich noch um. Was willst du eigentlich noch von mir? So ist gut. Oh, mein Sohn. Die scheiß Lippen, vergiss die nicht. Hör auf, sag ich, verdammtes Gesinge, stell den Rotz ab. Oder ich mach dich grün und blau. Du hast mir alles genommen. Ich mach dich kalt, warte. Ich will nicht mehr, verstehst du? Wohin, Lasse? Weiter, weiter, erster Stock rechts. Die Tür ist offen. Soll die Konsole in die Bar? Was geht denn für Scheiß? In den Flur. Bleib da. Du stehst uns nur im Weg. Renate. Monika. Na, na, was soll das? Sind wir ja auf dem Meldeamt? Stell dir gefälligst vor, hier sitzt einer, der soll Geld anlegen für dich. Also nochmal von vorn. Freundlich lächeln, freundlich, klar? Hier geht's ums Geschäft. Monika. Hey, was soll das? Was soll das? Stell dir was vor, denk dir was aus, denk an... Meinetwegen, denk, was weiß ich, an irgendwas, was dir Spaß macht, verdammt nochmal. Auf die Tour willst du anschaffen. Es geht um den Umsatz. Die Kerle wollen was sehen für ihr Geld, so. Verdammt nochmal. Monika. Naja, schon besser. Rosi. Das ist es. Ein richtiger Profi. Gut. Sehr gut. Was kaufst du da? Nichts, Kaugummi. Und was ist das? Ein für alle Mal, weg mit dem scheiß Kaugummi. Geraucht wird draußen, nicht hier. Was ist, wenn der Kunde nicht Raucher ist? Wann kapiert ihr endlich, worum es hier geht? Herrgott, ums Geschäft. Du kriegst eine Kohle dafür, dass der Kunde sich bei dir bedienen kann, aber das hier ist kein Puff. Das ist ein Club. Extravagant. Die gepflegte Atmosphäre, Stil. Hier soll sich der Kunde wohlfühlen, aber du, so wie du das bringst, da kriegt kein Aas einen hoch und das Ding da weg, da aber weg. Los, weiter. Susi. Die Tür, verdammt nochmal. Die Tür hier ist immer geschlossen. Wie soll sich der Kunde hier fühlen? Sicher und frei, also Tür zu. Ist das klar? Ein für alle Mal. So ist gut. Jetzt weiter zum Geschäft. Verkehr 120.
Französisch mit 130. Ohne 150. Du kommst immer zuerst rein, wie jetzt. Renate klärt das mit den Preisen. Wenn der Kunde gewählt hat, sagt Renate den Preis. Extras werden extra berechnet. Monika und Rosi, die können vorläufig hier wohnen. Und ich, was will denn hier? Du, wieso? Ich denke, du hast eine Wohnung. Also gut, meinetwegen bleib hier. Platz ist genug da für alle. Was ist mit dir? Kein Bedarf. Ich habe meine Wohnung. Punkt 6:30 seid ihr alle fix und fertig angezogen. Das Geschäft geht bis 4 oder 5, je nachdem. Je mehr Getränke, desto mehr Umsatz. Wenn der Kunde für euch was bestellt, das wird extra berechnet, ist das klar? Stell das Ding ab. Stell ab, habe ich gesagt! Abstellen! Hör mal, bei mir nicht diesen Ton. Ich arbeite für mich, nicht für dich, klar? Ich gebe es dir auch schriftlich. Gibt's für mich einen Cognac? Zur Einweihung? Nichts da. Wer was trinken will, zahlt. Wenn ich aber Durst habe, dann muss ich doch was trinken. Schon 10 vorbei und noch keine Mark verdient. Auf den Schreck muss ich einen trinken. Kennst du die Küche, ja? Weißt du, was es da gibt? Wasser. So viel bringst du gar nicht weg. Was hier gemacht wird, das ist Geschäft, kapiert? Wer was trinken will, zahlt. Habt ihr das gefressen? Was ist? Ziehst du dich nicht aus? Ich muss ihn doch waschen. Ach, nicht nötig. Das macht doch nichts aus. Ach, du musst das Höschen runterlassen. Ich muss ihn doch waschen. Schön, was? Bitte nicht. Nicht so. Hör da auf. Bitte nicht. So ein Wichser. Regt sich auf wie ein Sackmann. Was hat denn der? Spart ihr jetzt schon den Strom für den? Kälte ist das heute wieder und in meiner Bude erst. Nichts wird warm. Der Hausmeister ist auch so ein Penner. Dem habe ich aber was erzählt. Habt ihr das gelesen? Da sticht doch so ein Kerl die Frau ab und die Richter, die klinken den Typen nur für 3 Jahre ein. Da. Verzweifelter Angestellter erstach Freundin aus Eifersucht. 3 Jahre Gefängnis. Also wirklich, wo du auch hinguckst. An jedem, der was zu sagen hat, hängen 2 Eier. Eine Männergesellschaft ist das. Ein Mann mordet, ein Mann spricht ihn frei, ein Mann nimmt ihn in der Zeitung in Schutz zum Kotzen. So läuft's nun mal. Mann, kannst du oder willst du nicht kapieren? Stell dir doch mal vor, eine Frau sticht einen Kerl ab. Das ist die doch glatt eine Bestie. 10 Jahre mindestens. Quatscht alles von Emanzipation, dass ich nicht lache. Wer hat denn bis jetzt davon profitiert? Die reichen Fotzen da oben. Die kriegen's jetzt auch noch hinten reingesteckt. Aber wir? Ach, was wisst ihr denn? Ihr hockt hier rum, aber draußen, da ist Krieg. Bei dir tickt's wohl nicht mehr richtig, was? Geht uns das was an? Singst hier rum. Was willst du da ändern? Dann wundere dich nicht, wenn er dir die Fresse vernagelt und dich ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Die frisst ihm da aus der Hand. Reden tut's auch wie er. Und warum? Ist er voll auf seiner Seite. Klar, ist ja auch seine Braut. Hey, was ist denn hier los?
Kaffeekränzchen, die Damen? Da hat einer seine Freundin umgelegt und nur 3 Jahre für gekriegt. Na und? Was stehst du denn herum? Hab ich nie umziehen gesagt? Hat dich einer abgestochen? Also los an die Arbeit. Also los an die Arbeit. Bei mir nicht diesen Ton. Ich arbeite, wenn es mir passt. Die Arbeit. Du Arschloch. Du Drecksack. Rück sofort mein Geld raus, sonst hol ich die Bullen, du Sau. Aha, dein Geld willst du. Du willst also aufsteigen. Und das hast du dir auch gut überlegt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich lass dich hochgehen. Aber vorher, da scheiß ich dir noch in deinen Laden. Feierabend, mir reicht's. Rück sofort mein Geld raus. Ich gehe. Wie viel war's denn? 300, da. Hol's dir und schieb ab. Die Bullen holen, mir die Bullen schicken, du Töle, ausrotzen werde ich dich. Du arbeitest hier, ja und nein, ist das klar? Wie stellt ihr euch das vor? Bin ich hier der Geldscheißer oder was? Der Laden läuft nicht, ich habe nur Ausgaben. Annoncen, Miete, Getränke, Telefon, der Wagen. Willst du uns verarschen? Wir haben verdient, sogar einen guten Schnitt. Nichts hast du verdient. Das hast du verdient. Das. Nicht schlagen. Scheißstück. Ich will nicht schlagen. Nichts. Das hast du verdient. Das. War's für dich auch schön? Hol mir ein Bier. Hol mir das Bier. Wie viele sind da gekommen? Nur einer. Der von gestern und der ist gleich zu Renate. So ein komischer Typ mit Bart. Magst du mich? Du gefällst mir. Ich mag dich. Wirklich. Sag mal. Was quatschen die Weiber so hinter meinem Rücken? Die da. Wieso? Nichts. So. Erzählen also gar nichts? Was sollen die schon erzählen? Hau ab, Kuhfurze! Sonst poliere ich dir die Birne!